Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stories, The Path of Destinies, meine Freunde. Das letzte Mal hatten wir den Iblisstein geholt und jetzt sind wir wieder vor einer Entscheidung. Eine kurze Anmerkung, ich weiß, es piepst im Hintergrund, ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Ich wollte eigentlich nur das Brummen wegmachen, auf einmal piepst es jetzt, ja. Und ich nehme gerade um 12 Uhr nachmittags auf und bin schon, glaube ich, seit 6 Uhr morgens da dran und habe immer noch keine Lösung gefunden. Ja, super. Also, verzeiht mir, wenn während der Aufnahme, falls es so ist, ich werde mein Bestes versuchen, es in der nächsten anders machen. Ihr werdet es vielleicht auch noch in Necropolis hören, weil ich die heute auch noch aufnehmen muss. Ja, scheiße, ne? Aber shit happens. So, was nehmen wir? Den Sky Ripper? Wisst ihr was? Ich will meine geliebte Freundin töten. Traurig aber wahr, ne? Oh, mal gucken, was der Iblisstone so für uns hat. Sind wir jetzt stärker? Keine Ahnung. Loading Simulator, wie immer, meine Freunde. Ah, wie glücklich mich das doch macht. So, was soll ich sagen? Ja, jetzt habt ihr sicherlich die ganze Zeit die Scheißpiepsen. Oh. Entschuldigt, ich könnte mich drüber aufregen. Ich wollte OBS Studios benutzen und dann sowas. Ich wollte halt extra, dass ich die Tonspur extra aufnehme. Dann hat das auch nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Oh, einfach nur schrecklich. Ich werde mich da aber auf jeden Fall noch dran nehmen. Renata had a sudden vision. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? Feed his souls. It whispered. Take the power. He could feel the stone's hunger for souls. Its thirst for blood. All right, I get it. This was going to be interesting. Oh ja, das denke ich mir auch. Ein Held, der blutrünstig wird. Na, kann man hier irgendwo lang? War da nicht was? Ach, keine Ahnung. Hero Sword, wo bist du nur? Ich bin mal gespannt, ob wir die Option haben, die Zenobia am Leben zu lassen. Joa, das lief besser als erwartet, muss ich mal sagen. Nehmen wir mal wieder ein anderes Schwert. Komm, nimm mal Eis. Ist aber, ich mag zwar Feuer lieber, aber... Habt ihr gesehen? This was the nice part of town. But the ravens had been through here. They like to take shiny things home to their nests. Ich finde das echt cool, dass sie das dann halt, dass sie Rahmen und sowas halt dann trotzdem sowas haben. Aber ich wusste das persönlich mit den Rahmen nicht. Ist das so? Lasst mich einen Kommentar wissen. Ich dachte immer nur Elster wollten was Glänzendes haben. Na, wo sind die nächsten? Hä? Ich wollte gerade sagen, ich konnte mich nicht bewegen, meine Freunde. Jo, flieh mal. Oh, da wird ja regelrecht blutrünstig, dass ich hinter dem hergesprungen bin. Halleluja. The ravens on Zenobia's island were no match for Renardo. They screamed as the stones sucked out their souls. And with each death, he felt stronger. Take the power. The stone told him. Ich bin echt mal gespannt. Weil his fault. They looked so breakable.
Das stimmt. Aber was ich sagen wollte, es ist ja nicht so, dass wenn wir nur diesen Part gehen, Pass gehen, dass es nur so geht. Nein, es werden immer wieder neuere sein. Also werdet ihr sicherlich irgendwann mal sehen, dass ich den Part hier nochmal nehme mit den Iblis Stone. Dass dann weitergeht. Nein, ich will das Windschwert. Darauf sparen wir jetzt erstmal. Erstmal schön öffnen. Komm. Was ist denn hinter Tür Nummer 1? Coming through that door. Been closed before. Ja. Wo schinden wir jetzt hier? Interessant. Windextrakt, genau das, was wir brauchen. Körperlicher Widerstand, okay. Erstmal alles kaputt machen. Also, ich kann einfach nur sagen, dieses Spiel ist wunderschön. Also. Die Storys sind super und die Grafik und alles, es gefällt mir einfach unglaublich. Yo, Juwel, wir haben den Iblisstein, wir haben... Packen wir einfach den ein. Erhöht den Widerstand gegen körperlichen Schaden um 20%, das hört sich gut an. Ah, fast hätten wir die Kiste vergessen. Gott sei Dank nicht. Es war Zeit, ein neues Schwert zu schmieden. Ja, hast du vollkommen recht, aber es ist immer noch nicht das richtige Schwert. Weil ich will Lila haben. Ich mag Lila. Oh cool, herunterspringen. Das hatten wir das letzte Mal, als wir hier waren, nicht? Jo, das war's mit dir, Kleiner. Hä? Oh, das ist cool. Your sword food teacher used to say power gems were cheating. Stupid old fart. Ja, da seht ihr mal. Dumme alte Ziege, ne? Tod mit dir, gibt es hier was Schönes? Tralalalala, tralalalala. Wie war das? Tralalalala, tralalalala. Hat euer Cookie wieder Kacke gebaut. Naja. Ist ja aber nichts Neues, ne? Zack, zack. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt müssen wir wieder den Hebel aktivieren. Und jetzt zum nächsten Teleportfeld. Und ich hab's komplett verfehlt. Hallo, Zenobia. Dein Tod wird ein Glück sein. Zenobia was waiting for Renardo. She was alone. Confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Oh, warum läufst du denn jetzt? Ich dachte, du hättest so einen Mumm, Zenobia. Hey, your workbench. He could try out his new bling. Dies könnten wir definitiv. Uns fehlen immer noch Windextrakt. Sorry. Ich würde gerne die upgraden, das ist schon wahr, aber... Oh, 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 der Schildhaken, sorry. Ich habe heute eine... Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Hoi. Kommt mal her, meine Freunde. Töten wir euch einfach mal kurz 50, ja? Probieren wir das neue aus. Oh, nice. Alter, wir kriegen HP wieder, fällt mir gerade auf. Cool. Das muss ich mal wirklich sagen, das ist ja mal cool. Die Bluestone ist das, was ich am meisten liebe. Wie in jedem MOBA. Irgendwas mit Vampiric Aura, womit du HP abziehst. So heißt es da meistens. Zenobia, komm zu mir, mein Schatz. Finally, Renardo caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way.
Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Das ist schwer. Zenobia töten oder nicht töten? Weißt du was? Das ist eine Katze. Hinterhältig. Sie hat schon andere Fallen. Manchmal ist Liebe schmerzhaft und manchmal geht sie nicht durch den Magen, sondern auch durchs Herz, ne? With a flick of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Och, die Kehle, schade. Her eyes widened even more. And then the light went out. Renardo sieht einfach mal geil aus. Renardo felt amazing. Power was rushing into him like water from a burst dam. Exalted the Iblis Stone. Tasty. He felt a bit bad about killing her. He was pretty sure she still loved him. But needs must when the devil drives. Renardo returned to the Farfarer and set a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost and let the Emperor know what he had done. Wir sind jetzt eine One-Fuchs-Army, meine Freunde. Einarmiger Fuchs? Nein. Ein einarmiger Bandit? Nein, wir haben nur ein Auge. Mensch, guck hier. Denk doch mal nach. So, jetzt bin ich mal gespannt, der Außenposten. Ich bin mal gespannt, sind wir jetzt stärker? Haben wir. The Nexus was beautiful. He never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. The sun so soft. The stones so warm. Black raven feathers. Black feathers. Suddenly, his eyes are filled with them. He's falling through smoke under a dead sun. A voice calls him home. Is this a vision? Whose? Is this the time of the lost gods? Or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. So sieht's aus. Es ist echt ungewohnt, nicht zu reden, wenn sowas ist. Öffnen. Windextrakt, genau das, was wir brauchen. Warum hast du denn diese Hoffnung? Wäre doch lustig. Kommt doch eh immer wieder. Ich frage mich, ob er das wirklich realisiert. Komm mal her, Kleiner. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Ich wollte eine andere Waffe. Nichts kann mich töten, meine Freunde. Nichts, gar nichts. Nicht mal ein bisschen. Ich bin Rambo. Rambo Fuchs nennt man mich. Ja, wir helfen nur. Einmal hier lang, einmal da lang. Und hochjumpen und hochjumpen. Oh, Lupino! Was ist er denn hier? Renardo! Hey, buddy! Hey there, old buddy! Please don't kill me! Why would I kill you? Asked Renardo, although he had been thinking about it. Well, you've become... No, I mean, no disrespect at all here. Kind of evil? Maybe, you should, I don't know, go to the mountains to... Have a think. See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep. I suppose you want it, Renardo said, and poked Lupino in the chest for emphasis. Oh! Oops! Had he just killed Lupino? Damn it! Oh! Aber manchmal in Krieg muss man Opfer gehen. Muss man Opfer in Kauf nehmen, nicht wahr, meine Freunde? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt.
Would he be rescued by an emergency platform? Das wüsste ich auch gern, aber wir können es leider nicht ausprobieren. Schade, schade, schade. Ah, Lapino, wie schön. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist ein Verräter. Irgendwann kommen wir auch da lang. Jo, Kleiner. Ja, du wirst gerade abgeschmissen. Wofür brauche ich irgendwas mit Abwehren, wenn ich mich sowieso regeneriere? Wow, wow, wow. Na, kommt doch her. Ich brauche ein bisschen HP. Am besten eure Seelen und eure Stärke auch noch gleich dazu. Renato rampaged to the Imperial outpost like a water buffalo rampaging. At the last moment, he remembered not to kill the Farspeaker Toad. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. The Emperor was scared, like little girl. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. Yes! Applauded the Iblisstone. Tremendous. Then the Emperor would have to answer his far speaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia. What have you become? The mountains. Go to the mountains, urged another that sounded a bit like Lupino. Gehen wir in zu den Bergen oder töten wir? Gehen wir zu den Bergen oder töten wir? Gehen wir zu den Bergen, wir töten. Definitiv. The rebel council to let them know to gather their forces. Then he killed the Far Speaker Toad. Why? His sword was sharp. No, that's awful. So no one else could use it. Yes, that's it. Then he set off for the ruins and the secret rebel base. Ja, so ist das nun mal, ne? Böser Stein. Ist doch toll, dass man den hat. Und gut. Kann ich nicht anders sagen. The ruins were crawling with ravens. Probably looking for the secret base, Renato thought. But then he realized they're probably looking for me. They must be very scared of me. Well, here I am. You are the best warrior ever, whispered the Iblisstone. And he had to agree with it, for once. Who was as good as Renato? Gute Frage, nicht wahr? Also, this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Oh Gott. Aber wie ihr seht, dieses Spiel unterbricht mich immer gerne, wenn ich reden will. Na komm, meine Freunde, töten wir euch auch mal schnell. Hoppa, hoppa. Halleluja. Aber ich muss sagen, so. Oh. The kid's mother. Renato had never thought he'd date a librarian. He'd always figured himself for the barmaid type. But then, he'd never figured the library of Ubar would have comic books, or that Hypatia would know anything about them. He missed her. Verständlich, ne? Das ist schon irgendwie traurig. Aber trotzdem, die Storyline, die wir gerade haben, gefällt mir total. Übermächtig, böse. Eigentlich genau das, was ich mag. Oh, kann ich mir das mal ausleihen, meine Freunde? Zack. Wir machen hier gerade ein bisschen kurzen Prozess. Ich weiß heute auch nicht, was los ist. Vielleicht treibt mich mein Wut an. Meine Wut. The Stone was the best friend he'd ever had. Really? Who would bury such a treasure in the desert? Soon,
He'd go rally the rebellion and usher a new age for the Islands of Erda. Bin ich ja glücklich, dass er zu laufen hin. Yanking his own chain, wasn't he? Ja. Das dürfen wir noch nicht. Maximale Gesundheit. Ja. Es ist auf 3. Was nehmen wir? Wisst ihr was? Nehmen wir mehr Gesundheit. Das klingt gut. Immer noch nicht das Schwert. Das macht mich sehr traurig. Ich wüsste zu gern, was dahinter ist. Now all he needed was a crafting bench. Oh, da ist ja einer, aber das werde ich trotzdem nicht benutzen. Sorry, Renardo. Oh, wie traurig. Er ist explodiert. Er wollte doch nur mit mir reden. Hat wohl nicht so geklappt, was? Da-da. Oh, nice. Noch eine Kiste. Yay. Und Windextrakt. Genau das, was wir brauchen. So. Was machen wir denn hier? Lass mich dich zum Imperator machen. Oh. Come to think of it, Renardo thought as he put down another raven. Why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? Yeah. Making war. Not counting the transcendent emperor, obviously, who had banished the last gods and started time. Yes, he should be emperor. Mm-hmm. He would make a great emperor. Right, Stone? Dieser Stein ist das pure Böse. Er ist so manipulativ. Das endet nicht gut. Oh. Bestrafen, terrorisieren, demütigen. Die Massen haben die Fäuste erhoben, angeführt von einer Handvoll Adliger mit zu viel Ehrgeiz. Ist es Neid, der sie dazu treibt, die Macht, nach der ich strebe, für sich gewinnen zu wollen? Sind sie nur Kriminelle, die uns bestehlen wollen? Für solche Verbrechen gibt es nur eine Strafe, den Tod, ein Exempel zu statuieren und die Anführer zu töten, jeden zu exekutieren, der es wagt, ihnen zu folgen. Oder ist es Angst, dass die Opfer, die ich gemacht habe, auch sie befallen würden? Ist dies ein Kampf ums Überleben? Zeigt ihnen die wahre Bedeutung von Angst. Schlag sie schnell und schlag sie hart. Sie sollen leiden, verbrennt alles, was ihnen am Herzen liegt. Oder ist es Hochmut, dass die Bedeutung solcher Opfer ihnen für immer verborgen bleiben werden? Sie wollen ein Mitspracherecht an meine Entscheidung? Diese Arroganz darf nicht geduldet werden. Bringt die Überlebenden zur Salzmine. Ihre Lungen sollen sich mit dem ätzenden Staub füllen. Sie sollen sich gegenseitig für die winzigsten Essensreste verraten. Ihre Kinder sollen zusehen, wie sie dem Unheil anheimfallen und zu Wilden werden. Die Rebellion muss ohne Gnade im Keim erstickt werden. Bestrafen, terrorisieren, demütigen. Imperator Inzengrim der Dritte, Kriegsmanifest. Yo, nett von dir, keine Sorge, wenn ich bei dir bin, werde ich dir deine liebevolle, gut aussehendes Gesicht bearbeiten, mein Freund, ja. Renardo ist nämlich ein verifizierter Gesichtschirurg, ja, und der Evil Stone ist mein Berater, der hilft mir dann. Er wird mir definitiv sagen, was ich dann mit dir machen kann. Was? Du hast die Märchenstunde gestört? Tja, das ist eine gute Frage. Wie wird sie denn hier enden? Zack, zack, zack. Wop, wop. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. Cookie ist heute im War-Cookie-Mode, Alter. Wir haben unsere große Liebe getötet. Wir töten alles, was uns im Weg kommt. Wir haben einen unserer besten Freunde getötet. Und das hat sich gut angefühlt. Hey, can you tell if someone's far away? Or just really small? Das ist eine gute Frage.
Wie bemerkt man das? Ist er nur klein oder ist er ziemlich weit weg? Hm. Das wird lustig. Das ist wieder so ein Paradox. Ja, die langen Treppen. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far so good. Nichts war am Brennen. Ja, nee. Komm mal her, Kleiner. War das deins? Sorry. Ich wollte dir das nicht klauen. Entschuldige. Gib mir dein Schild, Mann. Ich will nicht, dass... Aua. Wow. Alter, Halleluja. Wir schaffen das. Wir haben das geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Eindeutig, wir sind die Besten. Sesam, öffne dich. Er sieht so ein bisschen aus wie... wie hieß die Serie mit dem Alien? Invader Sim oder sowas? Der kleine Roboter. Die Tür sieht so ähnlich aus. Maybe I should follow my nose, thought Renato. Maybe, my friend, maybe. Hero Sprint, ho ho ho. Get it? Because Sprint? Nein? Oh, ich höre schon auf. Ja, super. Körperlicher Widerstand Level 2, das hört sich auch gut an. Aktivieren, sind sie alle gleich tot? Werde ich sie umbringen? Ich weiß es nicht. Die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ich werde jetzt gleich hier nach einem Cut machen. Renato strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. They looked confused and nervous. Ah, had he mentioned the emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. I mean, let's go in this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. He'd stop them. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. The Emperor is. Finish him. Mortal Kombat style. Gefällt mir. Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty, and a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them, and enslave the toads too. All the animals would worship him as a god, for he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change, would become familiar again. Oh, ich glaube, der Iblis Stone redet mehr aus ihm raus und übernimmt ihn. So, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt immer dran, nimm den LP, sagt der Langenweiler D. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, Renato rettet die Welt oder tötet alles, je nachdem. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Tschüss.